Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Nostale. Hallo! Wir sind Level 56. Und jetzt können wir endlich wieder... endlich wieder eine Quest annehmen von der guten Annie. Das ist wie auf den... wie auf alten Schilden, da verlernt man das Segeln auch nicht. Ja, das stimmt. Quest erhalten. Sobald du die Hauptquest gestartet hast, ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich hörte, du trägst die Seele eines Kobolds in dir. Also, das zu hören macht mir Angst. Wir müssen in Krem ein zweites Nosscamp bauen. Jedoch wird der Häuptling oder der Koran dem nicht zustimmen. Du musst dieses Problem lösen. Okay. Warte, jetzt kommen die Leute schon zu mir und geben mir Befehle, anstatt mich zu fragen. Hey, einen Moment. Was noch? Seele des Kobolds. Oh, ist das wahr. Hund. Haha. Genug davon. Du musst mir noch erzählen, was noch passiert ist. Sicher, Kulkoran hilft der Armee, weil die Soldaten hungrig und müde sind. Aber weil es überall so viele Feinde gibt, braucht er eine helfende Hand. Er hat sich dazu entschlossen, Abenteurer wie dich zu suchen. Er wollte hier einen Nosscamp aufbauen, jedoch benötigt er die Zustimmung des Dorfes. Der Häuptling und die Dorfbewohner müssen sich einigen, aber sie trauen den Menschen nicht. Deswegen brauchen wir jemanden wie dich. Du trägst die Seele eines Kobolds in dir. Es reicht langsam, okay? Ich verstehe. Dann treffe ich mich jetzt mit dem Häuptling. Yay! Ich habe gerade da unten ein bisschen lecker Suppe gegessen. Suppe? Hast du ein bisschen Suppe geschlürft? Ja, war gut. So. Ein bisschen Suppe. Ich habe auch Hunger. Ach ja, den Darko, den hatte ich in meiner 30-Tage-Box. Nicht, dass er denkt, ich habe mir den gekauft. Ja, das stimmt. Ah, Moment. Apropos Box. Hab ich schon. Ach. Was war bei mir drin heute? Ja, musst du mal gucken in deiner Sendung. Och, in meiner Sendung ist so viel drin. Häuptling der Koran. Wie geht es Ihnen, Häuptling? Es geht mir gut. Kulkoran hat mir schon viel von dir erzählt. Aber wenn du mit mir über die Errichtung des Nosscamps hier reden willst, verschwendest du deine Zeit. Aber Häuptling, hören Sie mir doch erst einmal zu. Ich weiß, dass das eine gute Idee ist. Aber die meisten Dorfbewohner trauen nun mal den Menschen nicht. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Warum willst du uns helfen? Nun, Lord Kuri ist dafür verantwortlich, dass sich Menschen und Kobolds bekämpfen. Dabei haben die Dämonen den Krieg begonnen. Da wir das nun wissen, wieso sollten wir dann nicht gemeinsam kämpfen? Glaubst du wirklich, dass uns die Menschen unseretwegen geholfen haben? Vielmehr haben sie gemerkt, dass auch ihr Leben in Gefahr. Nein, es ist noch zu früh, dir das zu erzählen. Es gibt eine Möglichkeit, wie du uns deine Loyalität beweisen kannst. Nimmst du die Herausforderung an? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann werde ich dir diese eine Chance geben. Collie wird dir alles erklären. Ein Kobold mit verbundenen Augen ruft dich zu sich. Hm, böse Mächte sind zu Mount Krem gekommen. Sie rauben die Energie der Kobolds. Hilfst du uns? Ja, Magier. Der Gipfel des Mount Krem ist ein heiliger Ort, den wir Kobolds durchschreiten müssen. Geh dorthin und überzeuge unsere 8 Ahnengötter davon, dass diese Energie nicht von der Anwesenheit der Menschen stammt. Bring ihnen ein Opfer. Da. Und Anwesenheit was dich, oder Anwesenheit? Hä? Anwesenheit der Menschen stammt. Bring ihnen ein Opfer da und wasche die Statuen mit pure Fruchtsaft, um ihre Kraft zu erhalten. Das wird dich von den bösen Energien befreien. Wo kriegen wir den Fruchtsaft? Nee, ich dachte, das war hier oben. Fruchtsaft her. Den kriegst du hier oben von diesen Bären, da musst du auf den Gipfel des Krem. Ja. Und da stehen noch diese Büsche. Okay. Dann düsen wir mal dahin. Da erinnere ich mich gerade gar nicht dran an die Quest. Aber es ist halt auch schon ein bisschen her. Ein klein bisschen, a little bit. Das Ufer macht so komische Geräusche. Fruchtbaum, ja, das sieht gut aus. Fruchtsaft. Und dann hier. Bestimmt. Wow. Huch, die Statue spricht, bist du ein Ahnengott? Wow, aber ich verstehe leider nicht, was sie sagt. Wie auch immer, ich werde sie mit dem Saft waschen.
So, begib dich auf die östliche Seite des Gipfels und wasche die Shinbone-Statue mit Fruchtsaft. Hast du es noch nicht bekommen? Nö. Okay, dann warte ich. Du sollst warten und nicht wieder vorleveln. Ich level doch nicht vor. Ich level dich doch mit. Ding, 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 ding. Östliche Seite des Gipfels. Bin ich wegen dir, hab ich abgebrochen. Die hier können wir noch nicht annehmen, oder? Ich bin in heiliges Licht gehüllt. Strecke deine Hand aus. Ich versuch mal. Von diesem Seelenstein kannst du eine deiner Klasse entsprechende Spezialistenkarte erhalten. Ein Schwertkämpfer kann zum Kreuzritter, ein Bogenschütze zum Zerstörer und ein Magier zum Eismagier werden. Stopp, nicht bewegen. Das ist das Land der Toten. Und du bist kein Mensch. Was? Natürlich bin ich ein Mensch. Warum kann ich an dir dann Dämonenenergie wahrnehmen? Weil ich bereits gegen sie gekämpft habe. Kehren die Dämonen zurück? Okay. Das ist ein Problem. Dein Talent reicht in meinen Augen nicht aus, um sie davon abzuhalten, den Krieg erneut ausbrechen zu lassen. Ja, es gibt einen Weg. Einst habe ich die Dämonen gemeinsam mit meinen Gefährten besiegt. Doch da ich keine Kraft mehr habe, kann ich sie auch nicht auf dich übertragen. Meine Gefährten sind in der Lage, dich zu stärken, doch da sie ihre Aufgaben bereits erfüllt haben, sind sie leider nicht hier. Es gibt einen Weg, wenn du ihre geschätzten Erinnerungen sammelst, zeige ich dir einen Weg, sie zu treffen. Das erste ist Rebekkas Juwelengürtel. Der Eismagier erhielt ihn von seinen Verlobten. Er war ihm zu Lebzeiten stets sehr wichtig. So, ich werde dir eine Notiz zum Gürtel mitgeben. Du sollst dann jemanden fragen, der sich mit Juwelen gut auskennt. Okay. Ja, können wir schon annehmen. Ja, ich bin hier immer noch am Abbauen. Ich kriege aber leider den Fruchtsaft nicht. Gut. Müssen wir dann, wenn wir irgendwann nochmal nach Nos Will sind, mal mit Soraya schwätzen? Soraya. Ding. 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 Ja, tut mir leid. Alles gut. Ding. 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 Du hast das Glück, was ich sonst immer habe. Du meinst Unglück. Ja, genau. Hat ja nichts mit Glück zu tun. Glück. Wenn du es gleich schreien hörst, bin ich ausgelastet. So an? Ja. Genau so. Das Nackenschelle? Nein. Au! Ey, die verarschen mich doch. Guck mal, die arme Schildi, die hat den Panzer eingezogen. Tut mir leid. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Alles gut. Wir haben ganz viel Zeit. Ich flipp aus. Doch schon. Hast du es? Ja, ich nehme dann bloß noch die Quest da drüben an, ne? Ja. So, okay. Gespräch mit Zerstört. Ach ne, die war ja drüben auf dem Dings. Warte mal, ich muss mal schnell nach hier rein. Ja, genau. Hol du dir auch die Quest mit. Ding, 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 ding. So, jetzt tue ich mal hier. Machst du schon wieder Stress? Nein. Gut. So, jetzt zu der zerstörten Figur. Wo war die nochmal? Die war. Wieder hier über die Brücke zurück. Da lag so ein komischer Stein da drüben.
Nee. Nein. Nein. Nein? Wo war die? Beim LDT? Ja. So weit rüber. Ja, muss er zur östlichen Seite des Gipfels. Ja, stimmt. Ostkrem. Hilfe! Ding, ding, ding. Auf der Map hier habe ich die meiste Zeit in Nos verbracht. Ach, hier. So, die Statue ist zerbrochen. Boah, was ist denn hier passiert? Berichte Collie von der zerstörten Scheinbodenstatue. Guter Tipp an alle los, die sich dann hier im Krem befinden. Ihr bekommt von den tollen, brutalen Wolfslöwen sehr, sehr viele Engelsfedern. Hier eigentlich von allen Mobs. Ja, aber die von diesen brutalen Wolfslöwen, die spawnen die, also die droppen die am meisten. Mhm. Jojo, glauben mir. Direkt unterschreiben würde ich das nicht, aber möglich ist es, ja. Gibt sogar schon einige Videos darüber. Habe ich so noch nicht rausgefunden, da ich immer alles gemobbt habe, was da war und ich nicht wirklich weiß, aus welchen Viechern denn die Federn rauskamen. Dafür möchte ich das jetzt so nicht unterschreiben, aber möglich ist es. Ich glaub's dir. Dann sag's halt ja nichts mehr. Hier. Ich glaub's dir, Baby, doch. Ich glaub's dir doch. Hallo, Collie. So. Magier, eine der Statuen ist zerbrochen. Welche Farbe hatte der Staub? War er weiß oder gelb? Er war hauptsächlich weiß. Diese Statue wurde aus speziellem Lehm gefertigt. Es ist sehr selten und deshalb schwer zu finden. Würde jemand die Statue zerstören, könnten wir sie nicht allein reparieren. Wir wären bei der Reparatur auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Sammle Lehm, um eine Statue zu bauen. Wo gibt's jetzt den Lehm? Im TS 6 und 50. Im TS? Ah, ja. Immer dem roten Pfeil hinterher. Ja, ich gehe vor. Wenn wir Pech haben, müssen wir den zweimal machen. Ja. So. Der Geruch des Bösen ist hier überall weit verbreitet. Montgrem ist auch dabei damit verpestet. Da, Leo. Kriegen wir die beide, wenn ich hier aufhebe? Ja. Ah, wie viel brauchen wir denn? 20! Boah! Über 3! Also ich musste den nur zweimal machen. 3. Ich erinnere mich an diese Quests einfach nicht mehr. Wieder einfach mein goldenes, mein Glasstück wegsucht. Entschuldigung, ey. Soll ich es rauswerfen? Nee. Willst du es haben? Nee. Du bist arm, kann ich nicht machen. Okay, vielleicht müssen wir den ja auch noch öfter machen. 4 Stück, 4 von 20. Was hat dich hierher verschlagen? Kenan, es ist schön, dich zu sehen. Während ich mich auf den Krieg in Nospel konzentriere, wurde Montgrem von Dämonen überrannt. Pass auf. Zack. Der hat mir schon wieder mein Glasstück weggegeiert. Ich wollte doch nur die... Lass mich. Ich wollte doch nur den Lehm aufsammeln. Lass mich. Es tut mir leid. Nein. Selbst die Dämonen hier sind stärker als die in Nospel. Ist in der Stadt irgendwas Besonderes vorgefallen? Es ist sehr still. Komm und besuch uns.
Ich habe dir einige Dinge zu erzählen. Mein Meister würde übrigens auch gern wissen, wie es dir geht. Haha, ja sicher, ich werde vorbeikommen. Ich werde diesen Ort eine Zeit lang untersuchen. Dann werde ich dich begleiten. Okay. Ich will Kennel als Haustier. Als Partner. Entschuldigung. So. Lass mal ein bisschen Leben fallen. Wir brauchen ganz viel Dreck. Ah, du darfst den roten Splitter aufhängen. Nee. Doch. Nee. Kannst du behalten. Nee. Ich will nicht. Du isst. Heb auf. Hm. Was hast du? Nein, es ist nichts. Mir wird nur ganz schlecht von diesem Gestank. Diese Monster stinken tierisch. Das widert mich an. Ich rede nicht von dem Geruch der Monster. Es ist etwas anderes. Was ist los? Der Gestank ist so penetrant, mir wird ganz schlecht und ich bekomme Kopfschmerzen. Was ist los? Es riecht nach Katzis. Bleib sofort stehen, du hässliche Kreatur. Ihr undankbaren Halunken. Ich verschwinde. Wo ist sie hin? Hm. Es ist nutzlos, sie ist verschwunden, aber schau, wir bekommen Gesellschaft. Ich glaube, dass hier das wird mit zweimal nicht hinhauen. Positiver Vorteil ist, du hast Resi. Das stimmt. Kenel, ich muss dich etwas fragen. Was sind diese Katzis? Ein wirklich ekelerregendes Volk. Wie bitte? Ekelerregend? Sie riechen komisch, haben lächerliche Namen und eigenartige Kleidung. Hm, ich weiß nicht, was du meinst. Was ist daran ekelhaft? Lass uns nicht mehr darüber reden. Aber warum sagst du so etwas? Das ist ganz schön gemein. Schenke doch dieser dummen Geschichte keine Aufmerksamkeit, aber irgendetwas daran passt doch nicht ganz zusammen. Findest du nicht auch? Ich will nicht länger darüber reden. Wie auch immer, lass uns hier verschwinden. Es ist sinnlos, weiterzusuchen. Okay. Bitte Stiefel, bitte Stiefel, bitte Stiefel. Stiefel! Stiefel. Schmuck. Ich hab Schmuck gekriegt. So. Ja. Gehen wir direkt nochmal. Brauche ich ja nicht mehr vorlesen, jetzt können wir einfach killen gehen. Der kann nicht warten. Sorry! So. Wir müssen aber auch nicht gerne Zeug fahren. Yay! Nix. Wir brauchen doch noch ein paar Kackhaufen von euch. Und es wird dauern. Yeah.
Die lassen gar nichts fallen. Ja, bessere Chance auf Resi. Resi! Resi, ich hol ihn im Traktor ab. Vor allem, wie er immer zu mir rüber guckt, war, denkt, er macht irgendwas falsch und ich mach gar nichts. Ich guck gar nicht rüber, deswegen. Ich mache nichts falsch. Der schon wieder den Speedbooster gegeiert hat. Gar nicht, da lag keiner. Du kochst dann nach der Folge. Hab ich gerade beschlossen. Okay. Du kochst nach der Folge. Nee, ja, hab ich gerade beschlossen. Vor gut, ja. Ey, guck mal, das ist ein klebriger. Klebriger Kakao. Weißt du, ich krieg hier immer das Gemüse und das Obst, ja, damit ich ja schön Potz herstellen kann und der kassiert sich den Rest ein. Gar nicht. Sichi. Dafür hast du mehr Kohle. Ja, weil ich auch bloß meine Glasstücke verkaufe, du Arm. Gar nicht. Alle. I love you, baby. And that I mean very ernst. Absolutely not. Absolutely wohl. Absolutely not wohl. So, jetzt haben wir 7. Oh, 8. Bitte, bitte Resi, bitte Resi, bitte. Schmuck. Resi. So, dann beenden wir erstmal die Folge. Zeit ist voll. Aber in der nächsten Folge machen wir den TS weiter. Ja, das zeigen wir. Können ruhig zugucken, wie wir die klebrige Kacke sammeln. So, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls du nicht getan. Und Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen von uns. Und dann hoffen wir, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, meine Freunde. Ciao. Voll der Abdrücker. Jetzt. Voll der Abdrücker. Tschüss. Bis dann.